Der Gründer der Willow Creek Gemeinde in South Barrington bei Chicago, Bill Hybels, hat sein Amt als Hauptpastor am 10. April vorzeitig abgegeben. Ursprünglich sollte der Wechsel im Oktober erfolgen. Hintergrund sind Vorwürfe gegen den 66-Jährigen, er habe weibliche Mitglieder sexuell belästigt. Hybels hat das zurückgewiesen. Unabhängige Untersuchungen hätten zudem ergeben, dass die Anschuldigungen haltlos sind. Es habe aber auch Christen gegeben, die dennoch hin und her gerissen gewesen seien, begründete Hybels seinen Rücktritt. Die Leitung von Willow Creek Deutschland, darunter der Vorsitzende Ulrich Eggers, teilte auf Anfrage der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA mit: Wir verstehen seine Entscheidung als einen Schritt, Schaden von der laufenden Gemeindearbeit abzuwehren. Die Willow Creek Gemeinde ist wegen ihrer Attraktivität für kirchenferne Menschen bekannt. Nach ihrem Vorbild arbeiten weltweit etwa 10.000 Gemeinden. Rund 34 Millionen Menschen in Deutschland haben Probleme beim Ein- und Durchschlafen. Auf einer Konferenz der Fachgruppe Pharmazie der Akademiker SMD zum Thema Schlaf kein Problem in Marburg empfahl die Ärztin Dorothee Erbe-Bechtold, auf die Nutzung von Handy, Laptop oder Tabletcomputer am Abend zu verzichten. Das blaue Licht der Bildschirme wirke wie ein Muntermacher, auch wenn man die Blaufärbung nicht wahrnehme. Zudem sollte Alkohol vermieden und der Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannt werden. Die Studentenmission in Deutschland ist ein Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und Beruf. Gemeinden wachsen trotz massiver Beschränkungen in allen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Das sagte Waldemar Benzel, Bereichsleiter des christlichen Missionsbundes Licht im Osten, auf dessen Jahrestagung in Korntal bei Stuttgart. Seiner Meinung nach erschwerten die Religionsgesetze Russlands missionarische Aktivitäten stark. Vor allem die Wiederwahl Putins bedeutet eine Fortsetzung dieser Politik. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Ich denke, dass diese Wiederwahl für die nicht-orthodoxen Christen, für die Christen der nicht-traditionellen Konfessionen nichts Gutes bringen wird. Die Entwicklung der letzten Jahre hat schon gezeigt, dass die Missionstätigkeit und überhaupt die Tätigkeit der Christen immer stärkeren Gesetzen unterworfen wird. Man hat die Missionstätigkeit, wie man etwa erwarten würde, nicht im Religionsgesetz festgemacht, sondern im Antiterrorgesetz. Und so ist auch die Propaganda im Land, dass die Christen als die fünfte Kolonne, als die Spione des Westens behandelt werden und angesehen werden und dass sie den Glauben der Väter von ihnen unterwandern.